Sympathy, Minecraft, wenn ihr was war, mit mir spielt der Coke. Ah. Ja, manchmal. Hallo. Und der will ich nicht haben, das. Der ist auch da. Und wir gehen heute in ein Dungeon, was wir gerade. Aua! Hör auf mich zu schlagen, Nada. Sei froh, dass das Ding aus war. Ja, ich habe leider leichte Clipping-Fehler, die sind da seit der Start. Ja, das ist, kommt von dem Dungeon. Ja, wow! Nein! Du kleiner Grunt, Alter. Mach einfach die Klippe. Und hier vorne sind Robo-Pounder aus. Dezent! What the fuck? Ja, das ist halt Boss-Dungeon, also ein übertriebener Boss-Dungeon. Oh, ich hab deine Sachen eingesammelt. Ich bring die Robo-Zeit um. Nana? Ja, ich bin stücklich wieder vor der Tür. Ja, ich pack deine Sachen mal gerade hier so in die Chest rein. Ja, vielleicht sollten wir ein paar der Spawner zerstören. Wir müssen ja nur einen mitnehmen. Alter, wie viel Schaden macht das Ding denn? Okay, ich würde sagen, ganz schön viel, aber ich kann hier sagen, also was ich will. Also ich hab jetzt so einen komischen Robo jetzt down. Ja, draußen vor der Tür ist noch einer. Nee, ich hab gemeint so einen dieser Bosse. Das ist toll, Coke. Wir sind gerade gestorben. Finde ich viel zu geil. Coke immer so der Heiland der Darkstil-Rüstung. Wir kriegen mal den Ihr seid... Ja, wir sind abgenippelt. Ja, weil wir haben Schaden gekriegt wie sonst was. Ja, ich auch. Hab ja keinen Gach- und Goldapfel gefressen. Wir haben eine Kingslime hier. Nein, ich hab keinen Goldapfel mitgenommen. Woher, Coke? Wir haben genug. Ja, wann war? Du hast es ja, wieder. Ich mache ja gerade den Magneten aus. Das ist ja schrecklich. Das. Ja, das müsste alles gewesen sein, oder? Wartet auf mich, wenn es nicht da drin ist, ist es im ME-System. Mit ziemlicher Sicherheit. Willst du ein paar goldene Äpfel und Notch-Dinger noch dabei haben? Wäre nicht schlecht. Kann man bestimmt gebrauchen. Hast du? Ja, nee, Coke hat sie. Ah, Coke, kannst du deinen Magneten ausstellen? Danke. Oh, ja. Weil ich warte auf die Äpfel. Coke, wo kommt sie? Ja. Achso, ich nehme noch einen Special mit. Ich habe einfach mal 32. Ich würde sagen, du stellst dich dann einfach hier hin und snipes da rein. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Hatte ich, war so ein bisschen mein Ziel. Ja, von mir aus können wir reinlaufen. Warte, ich muss aber einen Block irgendwie ein bisschen höher. Ich stehe hier ein bisschen höher. Achso. Ihr scheiß Drecksdinger, verpisst euch! So, bitte. Auf jeden Fall ist es hier drin schön hell. Das war Coke, den ich getroffen habe. Du machst damit auch hier das Dungeon kaputt und sorgst dafür, dass die rauslaufen. Wann war? Ja. Du machst da hinten auch das Dungeon kaputt. Die können jetzt zur Seite rauslaufen. Ach, ich hab die explosive Muni. Oh. Ja, ich wollte dir nur sagen, diese großen Bosse, die können jetzt hier rauslaufen, wie sie lustig sind. Da sind keine mehr, Kork. Ich sehe hier noch ein paar viele. Ich glaube, hier sind zu viele, du stehst einen halben Meter neben ein. Also ich sehe hier keine Viecher mehr. Nur die hier vorne sind. Dir. Der steht direkt hinter dir. Aber die haben eine Kack-Hitbox. Ich muss mal gerade F3B machen, damit ich die Hitboxen sehe. Ah, den Arm kann man sie treffen. Ganz ehrlich, ich laufe hier gleich mit Dynamit oder sowas rein. Ah, okay, den krieg ich. Hallo. Boah, das klingt ein bisschen. Kennt ihr noch diese alten Spielecenter? Ja. So klingt das doch, ganz ehrlich.
Boah, ich will nicht in der Nähe von euch gerade stehen mit diesem Schwert. Ich habe immer Angst. Komm, stirb. Also F3S ist keine gute Idee. F3S? Ich hab ne Raygun! Ich hab ne Raygun! Alter. Also eigentlich müsste ich auch eine haben, aber ich hab alles wieder im NC-System gepackt, glaube ich. Alter, ich bin so. Ja. Du schießt bist gerade mit der Raygun? Ja. Nett. Und wir schießen die ganze Zeit auf mich! Guck, hör auf damit auf mich zu schießen, die wäre mit der Idee! Cyber, ich hab dich gerade da reingepusht. Weil du ja unbedingt da rausrennen musst. Reinrennen musstest. Ja, komm ich auch nicht mehr irgendwo hin. Alter, wie viele Viecher gibt's denn von denen? Ich baue die Spawner ab. Nein, nicht abbauen! Nicht abbauen! Wir brauchen sie doch! Wir brauchen sie, Lana! Ja, ich hab keine Fackeln. Ja und? Trotzdem nicht abbauen! Wir brauchen die wegen den Railguns, die droppen oder Munition für die Railguns. Die Railguns brauchen wir nicht für die Gewehrter. Beziehungsweise wie viele Spawner sind das? Weil wenn das zwei sind, würde ja einer reichen. Ja, dann. Zwei Spawner sind das, aber wenn ihr braucht, das sind die Robo-Pounder, die großen. Wir müssen die hier drin auf. Hier drin war doch irgendwie gerade einer. Es sind zwei verschiedene Spawner. Einmal einer für die Robo Pounder und einmal für die Robo Warrior. Wir brauchen die für die Warriors müssen auf jeden Fall erhalten bleiben. Ja. Ich finde einfach nicht die Hitbox für diese Viecher, ne? F3B. Von den großen sind es die Beine. So. Boah, es laggt wie Hölle, ey. Bei mir nicht wirklich. Das nicht. Ja. Stirb, Founder, stirb. Weißt du, das würde irgendwie alle mehr Schaden machen, als ich alle sitze hier und mache einfach mal null Schaden. Hallo? Was soll ich denn bitte sagen? Ich kriege auch nicht mehr mit, wenn die Typen hier laufen. Okay, wir müssen irgendwie das hier. Beenden. Ich würde sagen, wir gehen raus, sortieren uns, kopieren uns neu und ja. Ja, irgendwann muss man Sachen einsammeln. Ja. Wir sind hier mittendrin gestorben. Ey, du Goblin, verpiss dich. Warte, du bisschen Hilfe hier in der Ecke? Hallo? Ja, warte, ich muss gerade was. Ich muss das Ding gerade machen. Es wäre schön, wenn du nichts gerade machen musst, weil ich habe hier vier Robo-Pounder, die alle auf mich kloppen. Ja, die ich komme. Robo-Pounder, die machen nicht viel Schaden. Das aber Problem, die sind trotzdem. Die wow, ja. Nein, machen nicht viel Schaden. War Instakill. Ist auch so. Ja, ich war Instakill. Und dann, dass ich dich geschlagen habe, Nano. Nein. So, sobald ich Freundin Cyber. Mach ich. Nein, aber ich bin hinter dir gewesen. Ich glaube, ich hab dich einfach gehittet. Achso, okay. Ja, gut, das passiert. Kann mir jetzt mal einer helfen oder macht ihr wirklich noch über gar nichts? Nee, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich suche nur, wo du bist. Gut gemacht, danke. Ich bin tot, danke. Habt ihr gut gemacht. Ich sag schon 14 Mal, dass ich Hilfe brauche. Keine Sau interessiert. Ich hab übrigens einen Teil deiner Rüstung, Nana. Alles klar. Ich pack dir das mal direkt ins ME-System. Ich habe keinen Zugriff gerade. Du hast keinen Zugriff? Ich habe keinen ME Access Port. Achso, ja, warte, den kann ich dir mitbringen. Was brauchst du denn aus dem ME-System? Die Dark-Rüstung oder welche? Ja, die schon beschädigt ist, nicht die
Müsste alles im ME-System liegen. Wenn es vorhanden ist. Hier. Hier ist die Hose. Müssten wir alles drin, ne? Und das Nano-Saber wäre nicht schlecht. Da. Diese scheiß Clipping. Und die Äpfel. Ja, die Clipping ist halt für den Arsch. Da, wenn man, 32 Stück. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man da drunter ist, ist es relativ. Ja, wo wir eigentlich sagen, nicht viel besser. Ich muss mal eben mein Nano selber aufladen. So, ich habe übrigens die Seiten, ne? Habt ihr ja gesehen, wie dazu gemacht, dass die nur noch auf seiner Seite rauskommen. Ja, aber ich weiß gerade nicht, was ihr da so für Problemchen drin habt. Ja, wir sterben, Coke. Das ist unser Problem. Ein großes Problem sehe ich darin, dass wir es nicht hinkriegen werden, diesen Spawn der Dinger zu stoppen. Weil auf der einen Seite müssen wir halt, Das ist zu wenig, was wir da an Licht haben. Achso, ich geb dir mal was gerade. User joined your channel. Hallo. Hallo, Nabo. Hallo. Wir sind mitten im Krieg und mitten in der Aufnahme, aber das ist nicht so schlimm. Willkommen in der Aufnahme. Yay. Nee, warte, ich schieße nicht mit der Barrett gerade, das wäre kein guter Idee. Also wir sind gerade regelrecht im Bossfight, kann man sagen. Ja, im Boss, wir sollten den Plural nutzen. Ich glaube, der Plural ist ja schon angemessen. Scheiße. Also wir müssen rausfinden, welcher Spawner für die Warriors da ist und welcher für die Town. Ja. Ich weiß nicht, der baut ja auch mit Fackeln zu den Dingen oder macht irgendwie nicht Spawn, wenn man Scheiße wir haben. Stimmt, ja, am besten sollte jeder Fackeln in einen offenen Slot im Inventar packen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Wie heißt Fackeln in Englisch? Der am besten überlebt derzeit hier einfach durchrennt und die ein bisschen ablenkt. Ich platziere Fackeln, ich habe Fackeln dabei. Also ich versuche die gerade hier so ein bisschen abzulenken. Wäre schön, wenn ihr dann jetzt die Fackel setzen könnt. Ja. Weil ich gerade hier so ziemlich von allen Agro habe. Ich schub's mich hier nicht gegen. Ich glaube, so langsam müssten wir alle Fackeln haben, oder? Ja, eins sehe ich noch. Scheiße. Ich hab nicht schnell genug den. Von da läuft gleich ins Schwert rein. Entschuldigung. Ja, du wundert ihn nicht, wenn du verreckst, ganz ehrlich. Okay, jetzt macht sie down. Wenn jetzt die. Sind die Spawner ausgeschaltet dafür? Sollten soweit eigentlich jetzt ausgeschaltet sein. Ich muss ganz dringend wieder mein Spawnpoint aufs Bett legen. Falsch, ich will mich nicht ins Team zuweisen. Ich komme gleich zum Ding. Ich habe keine Items. Weil ich natürlich auch keinen Zugang hab, wieder. Also mit OP-Apfel, weißt du? Trotzdem verreckst du einfach da drin. Du musst den rechtzeitig essen, Cyber. Ich hab gerade 4 gefressen, bevor ich gestorben bin. Und zwar Notch Apples. Guck, ich weiß, wie ich einen goldenen Apfel kriege. Nana? Kannst du mir gerade irgendwas geben, damit ich, zumindest ein Zugang wäre vielleicht gut, wenn du mir den gerade leihen könntest. Oder so. Wahrscheinlich ist das hier auch deine. Jemand mein Zeug jetzt einsammelt. Ich vermute. Jo, geil. Also ich kenne hier gerade Schauen am laufenden Mann. Ja, du bist toll, Co. Super, toll, wir sterben. Das ist immer ganz toll.
brauchst du wenn es jetzt weniger. Ja. Übrigens, aber brauchst du gerade so einen Tornado am Abgehen. Mhm. Das auch noch. So. Jetzt ist das scheiß Keeping-Fehler, Alter. So, wir hatten mein ganzes Zeug eingesammelt. Ich hab keine Ahnung, was ich hier aufsammle und was nicht, weil ich hier durch die Gegend gespannt werde ohne Ende. Ich habe jetzt nochmal das Dia-Schwert, ich hoffe, das reicht. Oder habe ich vielleicht irgendein Dark-Ding? Ich glaube... Ach, ich brauche noch mehr. Aber mit dem Tornado macht das gerade nicht besser. Wieso werde ich eigentlich nicht weggeweht? Ich bin mitten im Tornado. Ja, dann bist du überhaupt gestorben, wenn du mitten drin bist. Ja, aber ich war ja vorher dann wohl nicht drin und... Ich glaube, die Fackeln bringen nicht viel. Meinst du? Von den großen Viechern kommen immer wieder welche nach. Dann müssen wir sie halt... Ich weiß was! Ich weiß was! Oh Gott, du holst die Porte... Ich mach alle am besten dort raus. Oh Gott. Ich hab ne Idee. Ach ja, Nana, dein Zugang. Oh, tot! Hast du? Ich hab. Wieso hilft mir eigentlich nie einer? Nein. Coke läuft einfach weg. Wow. Das stimmt ja. Übrigens, ich nehme jetzt einmal den dritten Stack oder vierten Stack von den Notch-Äpfeln, weil das tue ich schon die ganze Zeit nicht mehr. Ich hoffe, es sind alle da draußen. Ja. Wenn du da drin mein Zeug jetzt so einen Haufen ballerst, Coke, ne? Dann ist das so, meine Güte. Ah, ich weiß, was er macht. Das ich brauch mehr Pellet Launcher. Bringt nur... Also es ist eigentlich fast effektiv, bis auf dass du hier gegen... Bei denen. Ja, du ja, schießt nur gegen die Wand. Ein zu tief bist. Aber das ist eine gute Idee, das könnten wir prinzipiell alle machen. Prinzipiell ist das eine gute Idee. Wenn dieser Sturm gerade nicht wäre, ne? Weiß nicht mehr. Ja, bei mir, ich hab irgendwie noch ein bisschen Sturm bei mir. Oh, ich hab Pellet Launcher, ich hab Kobbel. Da steht eine Robopon da draußen auf dem Gras. Ach nee, das ist ein Knick wieder. Cyber! Das ist gefährlich. Cyber, renn da nicht rein! Ich hol mir meinen Scheiß, dafür könnt nicht mal. Ich denk mir gerade so, ja, einfach hier steck YOLO bei Cyber. Boah, diese scheiß Clippings. Ja, das ist auch, ich weiß nicht wie, das so schlimm sein kann. So, ich bin schon wieder draußen. Coke. Wir brauchen auch noch eine Stufe höher. Dann lass doch erstmal die hier aktivieren. Die schießen gegen Wände. Das ja und? Erstmal die erste Ladung. Und wenn die hier laufen, machen wir die zweite. So und hier rechts kann ich gefahrlos rein, das sehe ich. Also einfach von unten reinhüpfen. Ja, ja, ja. Das so. Ist es nämlich. Achtung, ich aktiviere die zweite Schicht. Ne, die zweite Schicht hat ja nur Höhe. So, komm her hier. Okay, die... Was ist passiert? Server closed. Server closed. Das Dungeon hat den Server gefickt. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, ne? Das ich starte den Laptop. Dungeon oder die Pellets? Die Pellets machen das auch beides. Gerne. Ich würde sagen beides. So, die gesamte Masse hat den Server gefickt. Ja, dann will ich die Folge mal gerade beenden. Wir sind aber auch bei 20 Minuten. Dann würde ich sagen, Leute, tschüss, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.